Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder was Neues. Ist immer was los. Heute ist Unruhe in diesem Königreich. Die Menschen fühlen sich hin und her gerissen und wissen nicht, was sollen sie verbessern, verändern. Es stellt sich auch die Frage, ob sie überhaupt was verändern sollen. Es fehlt die Kraft, es fehlt die Mut. Es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Heute ist fast unmöglich, etwas klären oder handeln. Man hat sogar das Gefühl, man spricht gegen die Wand. Lieber gar nichts sagen. Zwischen den König und die Königin sind es auch Missverständnisse. Die Königin möchte etwas verschönern oder sie will etwas Schönes kaufen. Der König ist damit nicht einverstanden. Wir sollen bescheiden sein, meint er. Wir können nicht immer alles haben, das, was er vermittelt. Das will die Königin natürlich nicht hören. Sie liebt die Glanz. Aber diesmal hat der König recht. Wir sollen bescheiden sein oder auf die Finanzen achten. Es ist heute eine gewisse Zurückhaltung angebracht. Der hübsche Prinz könnte endlich mit der Vergangenheit abschließen und er fühlt sich wie befreit. Aber die schöne Prinzessin verspürt eine gewisse innere Unruhe. Kein Wunder. Sie versteht mit ihrer Mutter heute nicht so gut. Was die Menschen hilft heute in diesem Königreich, das ist Neuorientierung. Und konzentriert zu sein, in die Richtung schauen, etwas Neues planen. Noch nicht handeln, aber das hilft, etwas Neues entdecken oder die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologischen Hintergründe. Die Berechnung ist nach indischen Astrologie. Heute ist Halbmond und das bedeutet, die beiden Lichter, Sonne und Mond, stehen in Spannung. Dieser Halbmond ist exakt um 18 Uhr und 31 Minuten. Es fehlt die Feuerelement. Was hilft bei dieser Spannung? Das ist die Saturn-Energie in Tierkreiszeichen Schütze und das bedeutet Neuorientierung. Und das ist dieses fehlende Feuerelement. Aber nicht nur diese fehlenden Feuerelement können wir dadurch ausgleichen, sondern Saturn bildet sich ein guter Aspekt zum Mond. Und das heißt, das hilft bei dieser Situation eine Neuorientierung. Die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen oder etwas Neues entdecken. Eventuell Reise, Auslandskontakte oder Sport. Das kann ich auch mit der Schütze-Energie in Verbindung setzen. Mond und Uranus stehen in einer sogenannten Opposition. Das ist diese Hin- und Hergerissenheit. Was sollen wir verändern? Oder sollen wir überhaupt
etwas verändern. Venus und Mond steht in einer Quadratverbindung, ist auch Spannung. Das ist die innere Unruhe, was die schöne Prinzessin verspürt. Das kann auch Mutterthemen sein, Spannung mit der Königin. Mond bildet sich ein Halbsextil zum Jupiter. Das ist eine Unterstützung bei einer rechtlichen Lage. Sonne steht in ein Trigon zum einen rückläufigen Jupiter. Das heißt, der König hat Recht. Natürlich bedeutet auch eine rechtliche Lage ein guter Ausgang, weil es klärt sich etwas auf. Sonne bildet sich ein Quinkungsaspekt zum einen rückläufigen Saturn. Der König muss etwas in Ordnung bringen, aber es ist nicht einfach, weil dieser Halbmond natürlich löst diese Spannung aus. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage, das heißt, die Königin möchte etwas verschönern, hat einen Einfluss von Löwe-Energie, also das heißt, die Königin möchte auch etwas im Glanz zu bringen oder glänzen. Sonne befindet sich im Krebs und das ist die Zurückhaltung, was der König auch vermittelt, dann ein Einfluss von Jungfrau-Energie, bescheiden zu sein. Und das war die astrologische Quelle zu meinem Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.